Moin und herzlich willkommen jetzt zu einer neuen Folge von Harvest Moon Back to the Nature. Wir sind jetzt mittlerweile im Sommer, den 13. Wer es nämlich verpasst hat, ich habe am Samstag einen kleinen Harvest Moon Stream gemacht. Und für alle, die es halt verpasst haben, möchte ich Ihnen nochmal eine kleine Zusammenfassung geben, was wir in der Zeit gemacht haben. Ganz am Anfang hier von der Folge, weil ich den Stream nur in einem Stück hochladen konnte. Tut mir leid deswegen. Wieso, weshalb, warum, habe ich im 12 Uhr Video heute Morgen erklärt. Auf jeden Fall möchte ich jetzt natürlich nochmal in Kurzfassung erklären, was wir so gemacht haben, weil nicht jeder, kann ich verstehen, ein 7-Stunden-Video gucken will. Also, das Erste, was man natürlich gleich hier sieht, ist, wir haben unsere Gießkanne komplett erweitert. Was das jetzt uns gebracht hat, kann ich euch gleich einmal draußen zeigen. Dann habe ich einen Melker und eine Schere gekauft und wir haben uns die Angel besorgt. Dann geht es hier weiter. Der liebe Leitara, mein Hühnchen, hat schon 4 Herzen. Dia hat 3. Dann hat hier Chrissy das Hühnerfest gewonnen vor ein paar Tagen. Und hat jetzt so eine Krone hier im Bildschirm. Wir haben außerdem 5 Hühner namens Chrissy, Knight, Fox, Jojo, Dutt und Proxy. Was das Gewinn beim Hühnerfest anbelangt, was es gebracht hat, zeige ich euch gleich im Hühnerstall. Dann haben wir hier einmal den Olli, eine Kuh geholt und ein Schaf. Das ist die Mara. Genau. Das ist das, was ich euch jetzt zeigen konnte. Den Rest zeige ich euch halt gleich, während wir unseren normalen Tagesablauf machen. Ich werde jetzt heute wahrscheinlich 3 Tage auch machen, weil ich darum gebeten wurde im Stream. Und dann gucke ich mal, wie lange heute das Video geworden ist. Das Ganze wird jetzt nicht pünktlich gewesen sein. Wir haben jetzt hier auch noch einmal Honig. Ja. Auf jeden Fall wird das Stream heute nicht pünktlich gewesen sein, aus dem einfachen... das Stream sei schon, das Video nicht pünktlich gewesen sein, aus dem einfachen Grund. Ich nehme das Ganze jetzt erst um 1 Uhr auf und das muss ja auch noch hochladen, verarbeiten etc. So, hier, das können wir jetzt machen, seit die Gießkanne erweitert ist. Wir können damit mehrere Felder gleichzeitig gießen. Und wenn wir jetzt ganz lange gedrückt halten, das ist das Größte, was wir machen können. Ja. Dann kommt dazu, ich habe noch Blumen angepflanzt, die verschenken wir heute mal, wenn wir dazu kommen. So, gehen wir jetzt gleich mal hier in den Hühnerstall. Hier seht ihr jetzt schon die Hühnchen, habe ich draußen. Aus dem einfachen Grund, ich hatte kein Hühnerfutter mehr. Und hier draußen werden die sozusagen automatisch gefüttert. Dementsprechend hatte ich sie hier draußen stehen. Und dementsprechend liegen die auch draußen, ihre Eier. Das ist es übrigens, was es gebracht hat hier mit dem Hühnerfest. Chrissy legt jetzt goldene Eier. Und dafür kriegen wir natürlich mehr Geld. Ich finde das ganz praktisch. So müssen wir nämlich die Hühner nicht füttern. Bei Regen muss man sie natürlich reinholen. Aber da wir vorhin gesehen haben, dass es morgen wieder die Sonne scheint, können wir sie noch einmal draußen lassen. Dann verhungern die nämlich nicht. Ich habe nämlich verpasst, Hühnerfutter zu kaufen. Und mein Mais ist noch nicht fertig, aus dem wir Hühnerfutter machen können. So kann das gehen, Leute. Immer schön um eure Tiere kümmern. So. Auf jeden Fall hier oben haben wir Zwiebeln wachsen, hier haben wir Mais und hier haben wir Tomate. Wenn ich jetzt irgendwas vergesse zu erklären, ihr wundert euch, woher hat sie das denn, könnt ihr gerne nachfragen. Ich beantworte euch das gerne. Nur ich muss halt jetzt so ein bisschen nachdenken, was habe ich denn noch nicht erzählt? So, hier, das ist immer Mara. Hallo Mara. Ja, du siehst glücklich aus. Und das ist Olli. Aber das Schade ist halt, wenn man jetzt einen Melker rausholt, der bringt uns noch keine Milch, da er noch kein Herzchen hat. Er hat uns noch nicht komplett lieb. Hier ist es übrigens immer egal in... oh Gott, in welchen Ding ihr das reintut. Hauptsache, es ist halt irgendwo drin. So, mit den Hühnern die Eier verkaufen. Zack. Jetzt mal eben schnell durchs... ach ja, wir haben den ganz großen Rucksack mittlerweile. Das habe ich, glaube ich, auch im Stream gemacht. Bam, 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 badam, bam, 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 bada, 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 bada. Na, meine Tiere? Und die Sense brauchen wir natürlich. Für das Unkraut. Heute kommt übrigens noch nicht die nächste Folge um 16 Uhr, also von dem anderen Projekt. Das kommt morgen, weil ich das jetzt zeitlich nicht mehr schaffe. Und morgen geht nämlich der Minecraft Story Mode weiter. Die haben es endlich geschafft.
Zumindest sieht es so aus, als ob man jetzt die nächste Episode spielen kann. Das heißt, das wird jetzt als nächstes kommen, der Minecraft Story Mode. Und zwar ab morgen. Ich kann mir zwar schon vorstellen, dass heute auch schon YouTuber das rausgehauen haben, weil es halt gestern, glaube ich, das Update war, glaube ich. Aber ich schaffe es heute nicht mehr. Und dann fange ich einfach morgen damit an. Oh ja. Und so wie ich das gesehen habe, ist es jetzt nicht nur die eine Episode, die sozusagen draußen ist, sondern alle. Also bis Episode 8. Zumindest sah es so aus. Und das sind halt auch wieder englische Untertitel, ne? Damit müssen wir halt leben. Das mit den Hühnern war übrigens ein Experiment. Ich wusste nicht, ob das klappt, wenn man die draußen hinstellt. Dass sie sozusagen gefüttert werden. Aber es klappt. Finde ich gut. Das sind ja noch alle da. Dementsprechend kann ich da beruhigt sein. So, und jetzt gehen wir mal los und schenken jemanden Blumen. Und gucken wir einfach mal, ob die verschiedenen Leute aufhaben. Bisschen Trockenhals. Aber du musst mal durch. Okay, du hast wahrscheinlich Sonntag nicht auf. Doch, hast du. Okay. Komm, dann schenken wir uns jetzt, schenken wir Mary die ganzen Blumen. Komm. Hier, Mary. Oh, danke dir, juhu. Oh, danke dir, juhu. Weil alle anderen haben ja irgendwie schon lila Herzen von uns. Außer Ellie, glaube ich. Oh, Mist. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Nein! Ah. Danke. Das war's? Ja, das war's. Gut. Mehr können wir nicht schenken. Jetzt wieder abzufahren. Was ich halt momentan als nächstes machen möchte, ist gerne die Axt erweitern. Und die ist halt schon auf 377%. Das werden wir jetzt noch ein bisschen weiter treiben, die Prozente. Dass wir die nämlich bald erweitern können. Ja. Dann, übrigens, von oben sieht unsere Farm mittlerweile so aus. Ja. Da, 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 da. Schön, ne? Ja. Oh ja, wir verkloppen den Boden. Oh ja, wir verkloppen ihn doll. Wie viel habe ich jetzt eigentlich geldmäßig? 3200. Mein Gott. Ich wollte es eigentlich nicht normal machen, weil ich das heute schon Jumpwork gemacht habe. Aber. Ich brauche mal kurz einen Ricola. Wie beim Hals. Das ist ja nervig. Wie ich die ganze Zeit huste. Okay. Stimmt, ich hätte das Feld wegmachen können. Auf geht's zur heißen Quelle. Ein bisschen ausruhen, ein bisschen reinlegen ins schöne heiße Wasser, entspannen, wieder zu Kräften kommen. Einfach mal so einen Alltag vergessen. So, das reicht auch schon. Jetzt machen wir mal das Feld weg. Wo nämlich vorhin die Blumen drauf waren. Das machen wir jetzt mal weg. Komm rein da.
komm. Hallo Hühnchens. Zack, 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 zack. Tada. Da sind 200. Dann mit. Fast 1000. Nur durch den üblichen Scheiß. Alter, wenn ich das vergesse rauszuschneiden, tut es mir total leid. Ist nur gerade ein bisschen stickig hier drin. Ich habe jetzt mit Absicht das Fenster zu. Mann. Es ist doch kacke. Morgen war Sonne, ne? Ja. Im Let's Play ist es halt sinnvoll, dass man redet. So, mal schnell ein Tagebuch schreiben. Aber ich glaube, ich mache heute ausnahmsweise mal nur 2 Tage. Und am Morgen fange ich dann mit den 3 Tagen an. Keine Sorge. Das hat nichts bringt, wenn ich die ganze Zeit rumhuste. Ich hoffe, dass mein Hals morgen besser ist. Wenn ihr jetzt sagt von wegen, ja, dann trinke doch was. Das Problem ist, ich habe gerade kein Wasser da. Das muss ich kaufen gleich. Und dafür hat er jetzt nicht auch noch die Zeit. Dann wird es ja erst noch später. Ist doch kacke. Es ist nichts gekommen. Ach, ein Wunder. Uns mag ja auch keiner. So, hallo mein... Oh Gott. Nee, garantiert nicht. Ich hatte erst die Idee, gerade mit der Sense da reinzugehen, aber... Ich hätte nur Huhn falsch stehen müssen. Dann hätte ich den Salat gehabt. Das war Hühnersalat. So. Nein! Egal. Ach, Baka. Ich dachte, ich hätte in die Richtung schon gedrückt. Manu. So schnell kann es gehen, Leute. So schnell kann man Honig verschütten. Aber die Animation sah lustig aus. So. Weg. So, ja. Wasser nachholen. Dam, 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 da, dam, dam. Hallo Hund. Machen wir mal erst dir. Ja, wachse dir, wachse. Da habe ich für Futter. Das reicht noch ein bisschen. Immer noch nicht. Wann liebst du mich endlich, Olli? Böse Olli. Na komm, wie lang?
auch nicht. So, nun eins. So, nächstes Huhn drinne. Dum 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 dum. Nein, du sollst es ablegen. Rein da, los. Jetzt schmeiß es aus deinem Arm runter. Fein. So, noch ein Huhn. So, vierte. Und das fünfte. Da sind alle Hühner drin. Theoretisch kannst du die Hühner auch draußen einfach draußen frei rumlaufen lassen. Das Problem ist nur, die alle wiederzufinden. Mein Gott. Ich hoffe wirklich, dass ich das immer nicht vergesse. Um meinen Husten rauszuschneiden. So, schön rein damit. Jetzt muss ich mir natürlich nochmal schnell Hühnerfutter holen. Gut. Oh, eine Schiro, brauchst du etwas? Hühnerfütter. Nee, nee. Ja, ja. Jetzt haben wir erstmal ein bisschen Futter. Das ist gut so. So, hier, das kann ich noch verkaufen. So, 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 so. Hier das rote Kraut verkaufen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Immer schön exakt. Dann geht das eigentlich, wenn ich jetzt hier 48 habe, ne? Nee, es geht nicht. Wieder alles eingesammelt. Damit mich alles wieder beim Alten ist.
Nein! So, jetzt gucken wir gleich mal, wie viel der Honig ausgemacht hat, weil wir haben jetzt 3290. Wie viel Prozent bei der Axt? Ah, okay. Schön weiter drauf, Herr Mann. Aber das sieht lustig aus. Ja, der Honig macht einiges aus. Können wir ihn mich hier hinstellen? Jetzt aber schon mal vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Tut mir leid, dass es jetzt nur zwei Tage geworden sind. Und wie gesagt, es bringt nichts, wenn ich alle zwei Minuten huste und das wegschneiden muss. Wie gesagt, trotzdem hoffe ich natürlich, dass die Folge euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich riesig über eine Bewertung freuen. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf die nächste Folge morgen. Wie ich schon mal sagen, bis denne. Ciao.